Hallo, ich wünsche euch einen wundervollen 12. Dezember. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen wunderschönen Tag. Ich habe mir gerade meinen Kaffee gemacht und wollte mich jetzt ein bisschen fertig machen. Hallo. Ja, hallo. Überprüft, wie gut ich meine Arbeit mache und die entscheidet, ob ich ersetzt werde. Du ersetzt mich, aber warum? Alle 100 Jahre muss ich eine. Ich wollte noch sagen, bevor ich das heute vergesse, im Video zu sagen, habe ich eine ganz coole Überraschung für euch. Und zwar, morgen ist der 13. Dezember und am 13. Dezember ist Neumond. Und da habe ich was ganz Cooles für euch geplant. Ich habe nämlich ein Neumondritual abgefilmt für morgen. Und das heißt, ich lade es dann morgen um 18 Uhr hoch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit mir zusammen das Neumondritual machen. Und dann erkläre ich das so, ne? Was ich so mache, bliblablub. Und ich mache das so nicht so krass professionell wie andere mit diesem, und dann muss dein Chakra gereinigt werden und dann dies und dann das und dann dies und dann das, sondern ein einfaches, schönes, schöne kleine Tradition, schönes kleines Ritual, und das können wir dann zusammen machen. Das könnt ihr dann morgen mit mir machen. 18 Uhr lade ich es wieder hoch und ja, also, was brauchst du? Ich habe es mir aufgeschrieben. So, du brauchst einmal ein Journal. Entweder hast du vor, das jetzt immer zu machen, und dann legst du dir einen eigenen entweder Manifestations-Journal oder Mondritual-Journal oder was auch immer. Oder halt, du schreibst einfach in dein Tagebuch, kannst du auch machen. Dann ein Stift, eine Kerze für Gemütlichkeit, ne, dass du es dir richtig schön gemütlich machst, eine oder mehrere Kerzen, Räucherstäbchen, einen schönen, leckeren Tee oder Chai-Latte oder was auch immer. Und du kannst dir eine schöne Frequenz aussuchen, auf YouTube oder so, dass du so im Hintergrund anmachst für so eine entspannte Stimmung oder halt eine Meditationsmusik oder so, wie du es möchtest, wenn du was hören möchtest. Genau, und das brauchst du für morgen. Das kannst du ja schon mal besorgen oder für morgen 18 Uhr bereitlegen oder so. Und dann erzähle ich alles andere morgen und ich freue mich, das wird bestimmt ganz cool so. Mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, die ich jetzt schon sage. Was ich sehr gerne mache bei Neumondritual ist, dass ich davor, weil ich mache das gerne am Abend, dass ich davor so richtig schön heiß dusche, also so wie man es mag.
Und dass ich mir eine Meditationsdusche vorstelle. Also kennt ihr das? Sozusagen, ich mache so eine Meditation, ich dusche, so vor, wie mich das Wasser irgendwie reinigt, so auch von innerlichem natürlich, ne? So, dass mich so alles reinigt und ich stelle mir so vor, wie ich so Ballast loslasse, wie ich so, aber wie ich so alles Mögliche loslasse und so komplett leer bin, so gereinigt und so wie so ein weißes Blatt Papier oder so. Könnt ihr ja auch vielleicht zur Vorbereitung machen, wenn ihr Lust darauf habt. Das ist mir gerade noch aufgefallen. Das sage ich lieber jetzt, als ja, dann im Video ist dann halt zu spät. Das könnt ihr dann auch so als Vorbereitungsmeditation für das Neumondritual machen, damit man so richtig schön klar ist. Und dann, ach, danach macht man sich einen schönen heißen Tee und ach, ist so richtig frisch. Und dann einen frischen Pyjama oder frischen T-Shirt oder was auch immer anziehen, damit man sich so richtig frisch fühlt. Und dann kann man damit starten. Steht als modern? Gilt stets als modern. Keiner nimmt uns den.
Aber wir sollten eigentlich nicht mehr. Dora, gehen wir schon schlafen? Jo, jetzt schlafen wir schön. So, ich beende jetzt mal den Vlog und dann kommt noch das Adventskalender-Türchen von heute. Stelle dir einen Timer von 4 Minuten und denke an alles, wofür du jemals dankbar warst, also für was du dankbar bist, was du mal erlebt hast, was du hast, was für alles mögliche aus deinem ganzen Leben. Also stell dir einen Timer, mach dir die Augen zu und geh so richtig in die Dankbarkeit und denk an alles mögliche in deinem Leben, für das du dankbar bist. Erlebnisse, materielles, Menschen, für alles mögliche. Genau, und dann geh so richtig 4 Minuten lang in pure Dankbarkeit und lächel die ganze Zeit und so und oh. Genau, und lächel und alles Mögliche. Ja. Ich bin gespannt. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du das gemacht hast. Uiu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 i. Danach ist man auf einem echt ganz anderen Energielevel, wenn man 4 Minuten voller Dankbarkeit war. Dann sage ich jetzt tschüss, gute Nacht und bis morgen. Nicht vergessen, morgen ist der Neumondritual. Tschüssi. Und lasst gerne ein Abo da. Darüber würden wir uns sehr freuen, ne, Dora? Ja.